So, bin ich die Six. So, wir kommen hier bei Mafia 3. So, hat schon mal vorgestellt, das S-Modus. Egal. So, jetzt nochmal, weil das Spiel ist interessant, deswegen stelle ich schon mal richtig vor. Mal stelle ich nur die Videos, wo das S-Modus den Screenshot-Modus, der hat schon mal gehabt, als Demo oder als irgendwas. Da war auch schon mal als Demo. Jetzt komplett Spiel. Ja, und dann mal stelle ich nur die Screenshots vor. Weil ich keinen Bock habe, die nochmal 10 mal runterzuladen. So, das Spiel ist aber wert, weil es cool ist. So, 4 GB, dann kommt man nur ins Startmenü rein. So, dann kommt da, ja, noch nicht mal Video, gar nichts kommt da. Muss trotzdem die 6 GB runterladen. So, egal. So, ist ja jetzt gemacht. So, schätze mal, ich habe das Spiel auch zur Hälfte, 3/4 durchgepackt, denke ich mir mal. So, ich zeige jetzt hier in dem Video so ziemlich fast die ganzen Sachen, was gibt. Also hier der Typ bin ich. Claire heißt der. Halt. So, rennt mal hier rum. Na gut, kann man runterspringen. So, zeig mal durch. Springen, sonst kann er nicht. Sonst kann er nur schnell laufen. Sich ducken. Und dann hier an so Dinger dran. Weiß ich nicht, verschanzen, wie es heißt. So, dann klar gibt es Waffen. Ja, jetzt zeige ich mal hier. Sonst, ja, so. Hier sind halt die Waffen. So, 2 Stück. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere. Es gibt 8 Pistolen, davon Maschinengewehr, Raketenwerfer, ganz scheiß, Scharfschütze, alles mögliche. Muss man halt nur auswählen, immer. Man kann nur zwei verschiedene nur tragen, halt. So. Alles klar. So, dann kann man hier natürlich in Autos reingehen. Ja, oder klauen, wenn man kein eigenes hat. So, fährt mal rum. So, kann man Kamera ändern, so. So, nochmal nach links drücken, Steuerkreuz, nochmal, größte Ansicht. So, kann man hier Handbremse machen, Normalbremsen. So, da kann man auch in Zeitlupe hier so Tricks machen. So, da kann man später beim Schießen auch machen. Beim Schießen kann man die auch machen. Zeitlupe halt, so. Alles klar. So. Wo gehen wir jetzt hin? So. Alles klar, so Mafia 3, so. Ich habe gedacht, der erste Mafia-Teil, da fahren sie dann mit Käfer rum, das Ding ging mir jetzt schon nicht ab. Aber hier ist eigentlich okay, oder der rennt da mit die Bierflasche rum, alles klar, gefällt mir jetzt schon. So, man kann die normalen Leute auch zusammenschlagen. So, dann irgendein Zeuge, der das gesehen hat, der kann die Polizei rufen in so eine Telefonzelle. So, die kann man auch wegschleifen. Oder wie hier von der Brücke schmeißen oder so. Halt. So, was haben wir hier? Ist hier Abfall. Ah, hier ist ein Bach. Schmeißen wir einfach mal darin. So. Nicht lang rumgerät, ab in der Bach hin. Der ist Arsch. So. Naja, auch nicht. So, egal. Auf jeden Fall kann man noch über die Brücke schmeißen und so. Fällt ja ein paar Meter runter. So. Bezeichnen halten, ja. So, jetzt hat hier jemand gerade die Polizei gerufen. Wie man sieht, da hinten ist so ein Kreis auf der Karte. Hier ist die Karte. So, hier ist der Kreis. So, da darf man jetzt auf jeden Fall keine Scheiße mehr bauen, kein Verbrechen. Am besten geht man da weg. Oh ja, hier ist noch größer ein Kreis. So, am besten haue ich da ganz ab. So, bevor ich irgendeine Scheiße baue. So, soweit man da weg ist, passiert nichts. Aber wenn die Polizei ihn verfolgt, klar, muss man da abhauen, wie in GTA auch. In irgendwelche Seitlinge in Seiten reingehen und so weiter. Ja, halt. Ja, hupen kann man im Auto noch. Wie gesagt, man kann die Leute kaputt hauen. So, irgendeiner sieht das, der ruft dann die Polizei. Komm, ich zeig mal. So, dann zeig ich mal, wie ich abhau. Und stell einfach mal hin. So. Suche eingestellt, ja klar, aber jetzt da, hier, der. Der Wichser. Der rennt jetzt bis zur Telefonzelle und dann telefoniert er. So, ich kann einmal vortöten. Der Schlüsselwehr. So, mit Kreis festhalten. So, vielleicht gibt dann jetzt hier einen neuen. Und ja, weißt was? Kannst du in deiner Telefonzelle bleiben, ey, du Arschloch. Missgeburt, so. So, die kann man hier auch stapeln. So. Dann machen wir das Video richtig. So, cool. So, kann man da stapeln? Oder auch nicht? Du gehst da rein, du Arsch.
Schlitter wer? Gestern eine, ich bin so mehr. Dann ist er der Schmarsch. So. Ja, so kann man schlagen halt. Aus Schmierzeuge. Schlitter wer? Ein Bauchschlag und tschüss. So. So, alles klar. So. So, kommen wir jetzt so hier unten. Unten links, das Kreuzen, die Spritzen. Quasi kann man sich schalten, wenn man hochdrückt mit dem Steuerkreuz. Rechts daneben, das sind Molotow-Cocktails. Das rote ist Geld. Unten daneben ist Geld, wo man gespeichert hat. Und man kann quasi irgendwo auf der Karte kann man in so einem Safe Geld abgeben. Und rechts, da wo der 8 steht, das sind so Teile, da braucht man 3 Stück, da kann man so, so Verteilerkasten irgendwie machen, reparieren oder wie auch immer, dass man danach kann man dann Leute abhören und beobachten auf der Karte halt. So, das hier sind so meine Waffen, alles klar, hab ich das schon mal erklärt. So, hier ist die Karte. So, der grüne ist irgendwas, wo man hingehen muss. Das hier, ich bin schon ziemlich weit, so deswegen hier gelbe und das andere gelbe sind jetzt hier Hauptmissionen. So, hier ist Linane, ist von irgendeinem Bezirk, wo ich von den verschiedenen Gruppen, gibt ja verschiedene Gruppen, hier blau und was weiß ich nicht, blau, grün, orange, was weiß ich nicht, 1000 Farben. So, hier ist irgendeine Autowerkstatt, verstehe ich nicht. So, mehrere Gruppen, so, dazu komme ich jetzt gleich. So, hier die muss ich alle töten angeblich, einen habe ich, die anderen kamen jetzt gar nicht, aber die habe ich schon ein paar Mal gesehen, verstehe ich auch nicht. Naja. So, Verbündete halt. So, wie der pinke Ebene ist Verbündete halt von mir, die Tussi. Die anderen sind auch Verbündete eigentlich, aber irgendwie fast schon ausgelöscht. Weil man kann die später, irgendwann, die, das ist halt so hinter vor sich. Manchmal sind sie hinter, sind sie, weiß nicht, lügen ein Gesicht und später töten sie einen oder was. Angeblich. Da muss man sie selber töten. Oder man kann sie überleben lassen, gibt ihnen Kohle und dann sollen sie, boah. Auf einen aufpassen, so als wäre ich fast schon hier in die Bullerei reinkommen. So, ja, Polizeiautos kann man auch klauen. Also wenn man das klaut, kann man nicht gut abhauen. Gucken wir mal, ob ich jetzt überhaupt hier abhauen kann. Weil ich jetzt hier im Labern war, da wird das schon keine, ich sehe doch schon. Komm, da ist ein Polizeiauto. Gehst du da raus, ey? Arschloch. Müssen wir furten. Und tschüss, ey. So, jetzt könnte ich mich noch heilen. Also ich bin noch nie mit dem Polizeiauto geflohen. Normal muss man jetzt hier links fahren und rechts, was wie auch immer. Immer irgendwo hinfahren. Immer irgendwo anders. Am besten ist wie eben da, wo der komische Bach war. Fährt man am besten da rein oder hier unten drunter. Ja, nicht in Wasser rein, egal. So, ja, schwimmen, komm hoch. So, dann gibt es noch Boote. Ja, passt ja der Übergang. So, normalerweise kann man sich jetzt hier, wenn ich gerade ein bisschen hier oben fahren, am Fahren wären, würden mich hier nicht mehr sehen. Na. So, kann man hier mit Dreieck natürlich durchspringen, so mit dem Boot fahren. Kann fahren mit dem Boot, du Arsch. So, kann man hier mit dem Steuerkreuz links, rechts, kann man noch, mit rechts kann man hier, die, wie heißt das, Radiosender ändern. Hupe kann man machen. Mit Steuerkreuz, L3. So. Na, schön für auf die andere Seite zu kommen. So, schnell rausspringen, tschüss. Ja, sterben kann man dabei auch. Boah, gehst du hoch, ey, müssen wir so. Alles klar. So, was war denn nicht erklärt? So. Dann hier Journal, keine Ahnung, was da steht. Weil es letztes passiert ist oder so Mist. Das sehe ich nicht. Guck ich gar nicht drauf. So, Sammlung. So, dann kann man hier einen Playboy finden. Geil, sind sogar nackt, sieht man Nippel, gell? Das wird aber nicht gelöscht. Von, weiß nicht. Vom Netzwerk. Das darf man zeigen. Hier darf man Nippel zeigen, ne? Scheißegal. Irgendwo hab ich einen Nippel schon gesehen, glaub mir das. So. Da ist eine Bar, so. Da. Echt, oder gezeichnet, hab ich. Gezeichnet, ah, okay, geht. Gezeichnet darf man immer alles zeigen. So. So, war noch ein Abschluss ist, wenn es die Journalsammlung so Optionen halt einstellen und bla bla. Ja, Steuerung ist ein bisschen komisch, deswegen, naja. So, Spiel, ja, gut, alles klar, so. So, auf jeden Fall hier gerade ist ziemlich cool, ziemlich groß. Ich bin schon rundherum gefahren. Hier sieht man die Verteiler-Dinger da, Kasten, die muss ich alle noch aktivieren.
Deswegen brauche ich überall die drei Gegenstände, wo man braucht. Und ich bin jetzt nur hier außen rum gefahren, so eine Mitte noch nicht. Kann sein, dass dann auch welche noch kommen. So, und je nachdem, wenn ich hier die zwei gemacht habe, kommt wahrscheinlich eh irgendwo eine andere Mission. Ob man die wegmachen kann, weiß ich nicht. So, dann kommt hier irgendwo noch eine andere Mission. So, dann gibt die Autowerkstatt, da kann man Auto noch tunen. Nitro in so einem Mist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich habe nicht gemacht. Ich müsste eigentlich mal dahin fahren. Wahrscheinlich mache ich das mal. Ich habe noch Zeit. Mittlerweile ist ja die Upload-Rate bei mir, ist ja, geht ja mittlerweile schnell zum Hochladen. So, kommen wir hier zum Menü. Ja, hier, also kann man hier Molotow-Cocktail schmeißen. Ja, oder abwischen. So, kann man erschießen, aber wurscht gar nicht. So, Autos kann man klauen, ist ja klar. Wolleck, fast überfahren worden. So, das Auto sehr gut, naja. So, aber kann man noch so hier Waffen holen. So, hier oben ist noch nicht frei, keine Ahnung. So, hier Polizeidienstleiter, so, der entfernt dann wie eben, da wenn er so ein blauer Reifen ist, so ein blauer Kreis, dann entfernt er den einfach. Muss nur Kohle halt bezahlen. Fahren Sie dann kein Verbrechen für 30 Sekunden. Ja, toll, super. So, hier kann ich Überfallkommando machen. Das heißt, da kommen dann 3-4 Leute. Blau, die helfen mir dann auch, aber auch nur für eine gewisse Zeit. Das hilft gut bei Missionen. Bei irgendeiner Mission bringt das was halt. So, vielleicht mach ich das gleich mal. So, dann kann man hier seine Kohle abgeben. Mal muss man irgendwo Versteck gehen. Was irgendwo hier ist, weil ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber irgendwo ist dann so ein Waffenschrank, Safe-Schrank. Und da muss man halt die Kohle abgeben. Und ja, damit man sie hat. Aber immer, wenn man stirbt, verliert man ein bisschen Kohle. Auch wenn die im Schrank ist, scheißegal. Naja, deswegen eigentlich sinnlos. Obwohl, wenn man sie dabei hat, verliert man noch mehr. Na gut. So, dann kann man hier Waffen hinterholen. Muss ich mal. Mittlerweile ist neu, muss ich mich erst erarbeiten. So, der kommt jetzt doch hier angefahren, da sieht man, der Wichser. Ist er früher. So, oder fast nur überfahren worden. So, macht Tür frei. So, da kann man sowieso alles kaufen. Hier Waffen kann man kaufen, was tuschen, sowieso hier Munition. Schon falsche Waffe oder was? Ich will keinen, was hab ich denn? Hab ich noch Kohle? Was denn hier? Ne, ich hab gar nichts. Also, ich hab eh keine Kohle. Die hab ich erst gespeichert. Alles klar, gut, dann kann ich mir nämlich Scheißhaufen kaufen. Gut. Ja, Ausrüstung kaufen, Molotow-Cocktails, bla bla bla, die ganzen Dinger. Für Auto Minen, Auto besser machen kann man hier auch. Adrenalinspritzen, Schutzweste. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. So, soweit alles gezeigt. Erstmal. So, dann kann man hier noch ein Auto rufen, ist auch cool. Dann muss man erstmal hier die Gebiete erstmal machen. So, also quasi, ah, komm, mach. So, also quasi hier ein Gebiet. So, 10 Gebiete gibt es hier. Das ist alles ein Gebiet, da muss man die ganze Scheiße machen, am besten hier mit den Dingern auch. Hier habe ich alles gemacht gehabt. Deswegen habe ich das erste Auto, habe ich auch. Ja, erste Auto habe ich ja, sieht man ja. Andere noch gesperrt. Rest nicht, alles vollständig gemacht ist. So, man kann auch verschiedene Wege machen. So, hier das Auto habe ich auch, keine Ahnung warum. Holen wir mal. Kann man auch zweimal hintereinander holen, irgendwie. Allzu viele Autos hintereinander kann man nicht machen. Irgendwann sagt der Typ, der ist betrunken, hat keine Lust. Ja, Polizei, alles klar, ich hätte irgendwas gemacht, ey, wer hat hier so weit. So, hier kommt der Auto geliefert, cool. Jetzt verpisst der Typ sich. Weil ich eben eine Touristin gesagt habe, die sollten meinen Kohle abholen. Ich kenne die vor allem im Taxi, hätte meinen Kohle abgeholt und der hat schon auch verpisst. So, jetzt habe ich hier das Auto. Ziemlich schnell. Da war ein Zeit überfahren und so weiter. Ich habe immer schon gezeigt, so, ich rufe jetzt nochmal an. So. Aber wir waren noch unterwegs, deswegen der rennt da weg da vorne und dann kommt trotzdem. Da, jetzt kommt der nächste. Hä? Obwohl eben der eine Typ ist, der war, wo der drin hockt. So. Jetzt haben wir schon mal zwei von der Sorte. So, fahren wir also mal hin. Aber Ablor. Mach's wie Massa, ey. So, ja, haben wir zwei von der Sorte. So, war Pischer, ey. Ja, den kann man ruhig umfahren. So, haben wir zwei von der Sorte. Oder ich rufe normal, ist mir egal. So. Bin stock besoffen, könnte nicht mehr fahren, alles klar, ist
So, bei zwei Autos, da geht, aber ist auch schon acht. So, aber machen wir nochmal, weil ein Arschloch ist. Dann kannst du machen, Junge. Schiss halt. Kannst du machen, Junge. Heißt halt. Da. Naja. So, ja, das war quasi hier so die ganze Erklärung vom ganzen Spiel. Man kann im Auto noch schießen, Minen, Molotow-Cocktails schmeißen und so weiter. Vielleicht kann man noch andere Missionen machen, als Bulle oder als Taxifahrer, weiß ich nicht. Wie in GTA, glaube ich auch nicht. So. So. Dann gibt es ja hier, wie gesagt, die Verbündete. Die haben immer Untermissionen noch. Ich weiß nicht, wie viel Prozent ich habe. Die ist auf jeden Fall eine Hauptmission. Vorher waren hier noch kleine gelbe Kästchen, die musste ich erstmal alle machen. Und na gut, jetzt habe ich die alle gemacht. Oder blaue Kästchen habe ich auch alle gemacht. Danach kommt dann irgendwie so was wie so ein Endlevel. Amzu geht nur darum, dass du nur den einen Hauptgegner findest und den einfach zu Brei schlägst. Und später steht da Kreis gedrückt halten oder Dreieck, Viereck. Sondern, was weiß ich nicht, poltert man den ein bisschen, stellt eine Frage und da kann man töten oder lässt ihn leben und bezahlt ihn noch, dass er auf deiner Seite ist. Aber irgendwann, ich habe das, keine Ahnung, zu oft Leute getötet, tötet einfach, der tötet jetzt auch nur noch einfach so. Der lässt keinen mehr im Leben. Naja. So. Dann gibt es hier auf der Karte noch, wenn man irgendwo aus Versehen mal so vorbeiläuft auf der Karte. So, hier gibt es dann Energie oder so. Hier innen drin ist so ein Energiekasten, egal, muss ich das nicht zeigen. So, hier sind normal Leute, Freunde, was weiß ich nicht. So, ah ja. So, genau, fahr weg, Bulle. Bis jetzt klar, das Auto. So. Und irgendwann, ja, du willst Polizei rufen, ich überfahre dich vorher. Oder auch nicht, der. Ich fahre dich durch, der. Jetzt spring ich um, du hast hier gar nichts. Schlitzschuhe! Rufst Scheiße auf den Ruf, Nazi-Dreck. Wer ruft hier noch ein? Mach das wegfahren mit der Leiche. Was denn hier? Wer ruft hier wieder? Du hast hier. Wie? Jetzt schon zu spät, ey. Messebude, ey. So. So, jetzt komme ich wieder in den Weg. Ja, es gibt immer so kleine Stellen, wo man irgendwo hin kann. Aber hier fährt man einen Park rein, mal raffen die hat er nicht. Klar, jetzt ist da die scheiß Treppe dazwischen. Ah, ist mir egal, wird aufgenommen. So, komm her, schieß mich. Wäsche dich da. So, ich könnte mich auch heilen mit der Spritze. Erzähl ich mir besser auf. So, jetzt zeige ich nur noch eine Mission oder so. Da kommen noch coole Sequenzen, meistens nur mit coolen Texten. Okay, meistens sind sie gut rassistisch, ey. Immer gegen die Schwarzen und weiß nicht, gegen Weiße. Ich weiß nicht, gegen alles sind sie. So war halt eine Mafia-Zeit, 1970 oder so, wie auch immer. Musik ist noch okay. Ja, da lag damals schon ziemlich viel Müll rum. Wert heute das Achtfache. Ja, da. Na, ist nur blöd, wenn man stirbt, dann halt ab irgendeinem Checkpoint macht man nochmal weiter. Und man kann auch Auftrag wieder neu machen. So, dann gibt es hier noch einen Kleiderschrank, hier kann man mit den Leuten reden. Halbmission, so, hier Kleiderschrank, kommen zeige ich nur noch. Wo ist der Kleiderschrank, Arschloch? Ist der Kleiderschrank. So. Kann man hier Outfits ändern. Da kann man sich noch irgendwo anmelden, da kriegst du ein Special Outfit und so ein Mist. Aber ich habe keine Lust drauf, mich anzumelden. So, ich gehe als Polizist, tschüss. So, bringt mich doch nicht weiter, aber egal. So. Ja, komm, hier ist eh so ein Arzneikasten. So. So, drei Stück kann man tragen. Kriegst du automatisch dann. So, jetzt kann man, wenn man hochgedrückt hält, setzt sie sich einen Schuss, eine Spritze und dann zack, hat er wieder Energie. Aber auch nur, wenn er da rot am Leuchten ist. Wenn nicht, man kann auch abhauen, abwarten. Dann ist das, heilt er sich auch von alleine quasi. So. Jetzt mal gucken, wo wir hier sind überhaupt. So, dann kann er noch hier drüber springen. Halt, aber nur so hoch, höher nicht.
Ja, da hat mir zu lang, gib mir mein Auto her. Erste Auto, scheiße. So, jetzt kriegt man ja wohl wieder auf die Reihe. Abend zu packen, nicht dahin zu kommen, wo ich bin. Fährt der denn? Na, fährt der korrekte Weg, oder? So, komm, ist gut, bleib stehen, ey. So. Ich soll irgendwas vergessen, weiß ich noch. Keine Ahnung. So, guck mal hier. Machen wir hier nochmal hier. Keine Ahnung, mach einfach nochmal hier die Mission oder hier die. Die kenn ich gar nicht. Komm, kann man noch ein bisschen rumfahren. Ja, wird das Video sau groß oder was? Egal, wenn es gibt zwei Parts. So. Das ist das Spiel, aber wer hat das mal erklärt? GTA finde ich trotzdem immer noch besser. Klar, ist neuer. Da gibt es einfach noch mehr, wo du machen kannst. Kann man Berge hochfahren, rumspringen, rumfliegen. Kannst du ja hier nicht. Hier kannst du mit dem Boot fahren und rumfahren. Also sonst trotzdem viele Möglichkeiten. Open World, Action, Adventure, Dings vom Spiel, was auch immer es ist. Wie auch immer die Richtung heißt. An GTA kannst du trotzdem noch mehr machen. Naja, ich hatte auf CD gehabt, aber das Laufwerk funktioniert. Boah. Funktioniert denn nicht so? Hier ist er installiert. Oh, ruft die Polizei, komm, ich fahr schon weiter. So, dann kannst du hier, wenn du nur X drückst oder so, fährt schneller irgendwie. So, ob das Pseudo-Nitro ist oder sowas. Aber man kann trotzdem noch irgendwie sein Dings upgraden. Wenn jetzt kann das Auto noch Minen spucken und so weiter. Wie gesagt, schießen könnte ich jetzt auch. Lass mal. Nur drei Musiksender, naja. Ja. So, gucken wir mal, was hier die Mission. Die Mission kenne ich selber nicht. Wie gesagt, ich bin da kurz vorm Ende, denke ich mal. Also halb auf jeden Fall ist durchgepackt. Ist auf jeden Fall cool. Irgendwann habe ich sogar schon mal so eine Leiche über so einen Steg geschmissen. Da hat so ein Alligator die Leiche gefressen, gab eine Trophäe. Da bin ich selber mal geschwommen, er hat mich einen Alligator gefressen. Also sind auch Alligatoren. Keine Haie. Andere Fische gibt es leider nicht. So. Guck mal, Matthias. Hier kenne ich, wie gesagt, selber jetzt nicht. Ja, doch, die Mission kenne ich doch. Hätte ich ebenfalls einmal gepasst. Ja, gut, am Anfang war ich hier, ich habe schon 13, 14 Stunden das Spiel im einen Stück gespielt. Fast am Ausrasten. Ab. So, was muss man jetzt hier machen? Jetzt muss man hier fahren und schießen gleichzeitig. Oh je. Der eine Wichser steigt irgendwann raus und nervt. Man muss ohne den irgendwann weiterfahren, keine Ahnung. So, hier so das Zielmenü. Alter, boah, was ist denn hier? Das ist voll geblendet. Ich habe eh fast keine Munition, was soll ich da großartig machen, ey? Wollt ihr Arschlöcher für diesen Scheißkerl von Greco draufgehen? Boah, hau ab, ey, Wurzeln. Habt ihr Scheiße mich vermisst? Mr. Wurzeln. Wo ist jetzt hin, ey? Wo ich fast die falsche Richtung fahren. Irgendwann steigt er aus, weil er will selber seinen Gegner fangen. Ja genau, macht er jetzt auch. Komm, fahr. Was machst du denn da? Jetzt haut der andere ab wegen dir, Idiot. Ja, toll, ey. Mann, ist das ein Hurensohn, ey. Hast du keinen Bock mehr drauf, ey. Missgeburt, Schlüssel, ey. Schlagstuhl, ey. Misswerf, Hurensohn, zeigst Hurensohn, Arschloch. So eine Scheiße da wieder hier wegen so einem Wichser. Ausrasten, ey. Mach gewinne. Ich kann Bock mehr drauf. So ein Wichser, Hurensohn da. Toll, natürlich haut er ab. Wer ist denn überfahrscht dich? Normalerweise steigt er aus. Halt, weil der will so einen anderen Typen fangen. Und derzeit,
Ja. Derzeit muss man alleine weiterfahren. Komm, Arsch gefickt. Ja, dann kommt hier immer so eine Scheißsequenz, kannst du mal am Arsch lecken, ey. Kannst du mal hier mit deinem abgebrochen, weg damit. Lächerlich, ey. Vorstellt euch ausrast, ey. Also Stellen gibt natürlich auch. Ab und zu ist gut Frustration da, weil es nicht immer so klappen will, wie man will. Aber sonst spielt ziemlich schön. Gut gelungen halt. Klar geht ja, ist trotzdem mein Favorit. Ja, aber hätte ich davor GTA gespielt, ja. Ja, wäre doch, ja, auf jeden Fall auch so gut, ja. Also, müsst ihr noch sagen, oh, er glänzt das Auto jetzt, cool. So. Aber abgearscht. Kein Wunder, dass ich die Mission eben nicht gemacht habe. So. Da haben wir hier. Ja, auf einmal sind die Autowerkstätten weg, hä? Ganz merkwürdig. Na, so ist das halt hier. Und ausgestiegen, hey. Ja, so viel mal trotzdem ein schönes Spiel. Hast du noch was vergessen? Na, Abschluss ist ja sonst, ja. Ja, ich muss mal töten, ja, wenn man mal dazu kommt. Verbündete, ja, sind später eh wieder Feinde oder was? Oder weiß ich nicht. Ja, Journalsammlung, ob es nur so spielt, so, ja, das war eigentlich fast alles. Gibt noch, bestimmt noch irgendwo noch schöne Orte hier, Berge oder irgendwas. Aber mit Flugzeugen so ist auf jeden Fall nicht dabei, oder Helikopter oder sowas. Hier oben war ich unten nicht. Das ist wahrscheinlich dann das Ende. Ja, wie gesagt, ich bin erst bei der Hälfte oder bei drei Viertel. Deswegen, das Zeug da noch weiter. Ich habe jetzt erst 13, 14, 15 Stunden gemacht. 11 fehlen erst. So. Man muss auch seine Kohle auch speichern, da im Safe. Damit man genug Kohle hat, kriegt man auch noch Trophäe und so. Trophäen sind eigentlich ziemlich leicht zu kriegen, fast. Meistens so 20, 30, 40, 50%. Nur ein paar sind halt schwer, wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall macht das Spiel auf jeden Fall gut Spaß. Kann man lassen. Definitiv. Weil man kann mich hier so Wichser rausschlagen. Was ist das? Ich bin so mehr, ich bin so mehr. Was ist das? Hier, miep, 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 Morris-Style, cool, Morris-Style, cool. Wir rufen die Polizei, schlüssel auf, wer ruft den, wo? Schlüssel umbringen, ja, dann nicht der. So, gibt die Ramazamba, ich hab hier keine Munition. Hallo, so. Werd ich nur getötet, ey. Komm, Polizei, komm da eh, zeig's dann noch und dann ist gut. Molotow-Cocktail, tschüss. Alles Mögliche, ey. Tschüss. Noch einer, ey. Tschüss. Bring ich im Schnitt noch mehr. So. Und ich hier verstecken halt quasi. In die Ecke schießen, wie immer. Wenn es mal klappt. So, und ich immer schnell vielleicht mal gucken kann. Also aushalten tut er nicht viel. So, also man könnte jetzt doch abhauen, abwarten, bis das rote Fleck wie bei Call of Duty, das rote rundherum ist das weg und dann ist man wieder geheilt. Naja, muss man erstmal so lange aushalten. So, naja, egal, so. So, das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, so, das war Mafia 3, zumindest die 6 soll live angezockt, alles erklärt, so. Ja, macht euch schon einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, schönes neues Jahr und auf Wiedersehen und Tschüssi. So, jo, also wie man das Auto noch upgradet, in der Werkstatt, so zeige ich schon noch. So, viel Spaß dabei. Jo. So, So, hier schön ist mal mein wieder Chat liken, Gebäude. abonnieren. So, und ich sag schon mal auf Wiedersehen. Und tschüss, Da viel kann man Spaß noch noch dabei. Sein Auto upgraden, wenn man Kohle hätte. Ja, dich habe ich alles AES gesperrt. Für einbauen, ich habe hier keine Kohle. Wie eingebaut. Ja. Ja, was dann? Kostet alles so viel, ey. Also mal, der sieht cool aus. Oder ein Doppelding. Ja, der so eingebaut. Was ist das?
Verstehe ich nicht. So. So, was hat hier? Na ja, schon pleite, ey. Na, ja, ist ja nur zum Zeigen. Wie Aufkleber. Boah, nein. Oder Rätselstreifen. Was tun wir denn? Kann ich dir nichts leisten. Gucken wir mal das. So. Was haben wir noch? Autofarbe. Ja, rot wäre cool. Mal hin. Brauchen wir jetzt. So, jetzt haben wir hier Reifen. E-Pleite. Super Reifen. Auch Pleite. Was noch? Verstehe ich nicht. Kann man nicht leisten. Wie Dachtyp. Ah, oder. Verglätte. Ach, nur mein Schild. Ich schreibe mir den, gibt es nicht, fuck you. Was hält schon heute? Ja, hält schon heute. So. Naja. So. Das war halt das Auto-Upgrade. So. Ja, hoffe, euch hat mein Video gefallen. Halt. So, hier war es noch zum Schluss noch dabei. So, ja, dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen und Tschüssi. So, cool, so kann man hier rumfahren, cool. Auto ist direkt viel schneller. Cool, gefällt mir. So, aber wie gesagt, dann macht euch gut. Ich zeig mal weiter.